herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Mafia 2 Definitive Edition. Ja, wir sind weiter Vito Scaletta und zusammen mit Joe versuchen wir uns in eine Mafiosi-Familie einzuschleusen. Kann man das so sagen? Ich weiß noch nicht genau, wie gut uns das gelingen wird, aber wir arbeiten scharf dran. Was ist das da? Kripo oder was? Brauchen mal kurz eine Werkstatt. Denn unser Auto wird immer noch gesucht. Oh. War sowas von klar, dass die Polizei unseren Weg jetzt auch fährt. Meister, ich brauche ein neues Nummernschild. Wie kann ich helfen? Kennzeichen wechseln. Neue Nummernschilder, kein Problem. Das wird gesucht. Machen wir jetzt. Neun. Geht doch null. Ah. Es ist alles erledigt. Komm jederzeit wieder. Sehr gerne. Wenn das wirklich so wäre, jetzt nicht wegen kriminelle Dinge, aber jetzt im Moment wartet man ja ewig, bis man bei der Zulassungsstelle einen Termin bekommt. Oh, das war die Felge. Wurde mein Auto aber noch gesucht wegen dem Juwelier oder weil ich hier durchgerast bin und bekloppt habe? Ich hätte jetzt geparkt, aber oh. So, ich soll hier noch was abholen. Vito hier. Ja, wer ist da? Ja, ich soll Henrys Bestellung abholen. Alles klar, komm rein. Hallo. Ah, du bist also der Bursche, von dem Henry erzählt hat. Ja. Hast du die Ware für ihn? Ja, hier ist es. MG42. Made in Germany. Qualitätsarbeit, das muss man den Krauts lassen. Acht Stück. Satte 11 Kilo. Kaliber 7,92. 1200 Schuss die Minute. Gibt auf der Welt nichts Schnelleres. Gurt mit 250 Schuss. Treffsicher auf eine Dreiviertelmeile.
und extrem zuverlässig. Keine Ahnung, worauf ihr es abgesehen habt. Wenn's kein verfluchter Panzer ist, dann sayonara, Baby. Hey, kleine Vorführung gefällig? Nein, danke. Ich kenne mich damit aus. Ich war auch in der Armee. Im Ernst? Leck mich am Arsch. Wo warst du, hä? Lass mich raten. In der Normandie, hä? Nein, Afrika. Warte, nicht sagen. Operation Husky. Ach ja? Und als was? Fallschirmjäger. Ohne Scheiß, du warst Fallschirmjäger? Hab gehört, das war ganz schön haarig. Es war jedenfalls kein Zuckerschlecken. Ich wurde verwundet und nach Hause geschickt. Und, Orden? Purpurherz und Verdienstkreuz. Wow, was ein Verdienstkreuz? Mann, die kriegt man nicht einfach nachgeschmissen für nichts. Ich war in der Normandie, Utah Beach. War auch nicht gerade ein Spaziergang. Auf dem Rückweg bin ich dann über den Zaun geklettert. Hab mir einem scheiß Ast das Auge ausgestochen. Egal, für eine Entlassung hat's jedenfalls gereicht. Ich muss jetzt wirklich los. Na klar. Hey, übrigens, ich bin Harry. Vito. Freut mich, Vito. Freut mich wirklich. Falls du mal wieder Edelstahl brauchst, du weißt ja, wo du mich findest. Hier. Hoffe, du bist mit dem Wagen da. Die Braut ist ein Schwergewicht. Viel Glück. Danke, Harry. Hat mich gefreut. Die Knarre ist in der Kiste. Und in dem Lieferwagen im Hof sind ein paar tausend Schuss. Greif zu. Alles schon bezahlt. Okay. Mach's gut, Vito. Hau rein, mein Freund. Oh, jetzt kann ich mit seinem fahren. Toll. Wo sind hier Kugeln? Munition, hat er gesagt. Wie witzig, wenn ich jetzt einfach mit meinem wegfahre. Würde ich eigentlich Ärger kriegen, wenn ich jetzt angehalten werde? Auf ganz gefährlichen Fuß. Ist ja nur halb voll getankt hier, der Gute. Ich hoffe, wir werden unser Auto wiedersehen. Bin mir da aber gar nicht so sicher. Geht's. Brave Polizisten. Voll in ihn rein. Bumm. Apartment 233.
Misery Lane, 2 Stunden später. Wo kommst du her? Sizilien. Was hat dich hierher getrieben? Mussolini. Hat er dir ein Ticket spendiert? Lass die blöden Witze, Joe. Mein Vater war ein Ehrenmann. Als Mussolini an die Macht kam, ging es uns immer beschissener. Mein Vater hatte Angst, ich müsste zur Armee oder ins Gefängnis. Deshalb hat er mich nach Amerika geschickt und mir einen Job bei Clementi verschafft. Was ist aus ihm geworden? Er meinte, er sei zu alt für die Reise. Mussolini ließ ihn verhaften und er ist im Knast krepiert. Sie haben nicht mal den Leichnam rausgerückt, um ihn anständig zu beerdigen. Puh, das ist hart. Lebt deine Mutter noch? Sie kommen, die schwarzen Limousinen. Vito, nimm den Fettsack aufs Korn. Wir müssen ihn erwischen, bevor er ins Gebäude geht. Alles klar, ich bin bereit. Sie haben Knarren! Die Party kann beginnen. Sie haben Knarren, da oben im Fenster! Wer hat gesungen? Das ist der Vito. Das ist der Schwein. Alter, ist der weggeflogen. Wo denn? Wir haben sie alle erwischt. Hör mit dem Geballer auf, ich werd sonst noch taub. Stark. Gib mir Deckung, Vito. Ich möchte dich nicht zum Feind haben. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Hast du Schiss, Arschloch? Okay, Showtime, Vito. Du schießt wie meine Schwester. Schnell, Vito! Das fette Schwein darf uns nicht entwischen. Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Krieger. Los, wir geben dir Deckung. Fettranzt. Hey, du Arschloch! Gib mir Deckung hier! Ja. Gib mir Deckung! Es ist vorbei! Was verpreist er? Du schießt wie meine Schwester. Ich geb dir Deckung. Ab jetzt. Los, du Arsch. Halt, was du kannst. Keine Waffe mehr, Alter. Zeig deine Fresse. Los. Lass mich raus. Halt ihn den Arsch auf. Ich brauche eine Waffe. Alles klar? Wir kriegen ihn. Unkraut vergeht nicht. Oh, Scheiße! Pass auf! Was soll ich machen? Ich wusste nicht, dass ich keine anderen Waffen aufheben kann. Warum nicht? Das ist der Vito. Nicht das fette Schwein. Mit dem Geballer auf, ich werde uns doch drauf! Benutzen. Los, hey, ich hab was für dich. Ich geb
der Deckung. Ab jetzt! Es ist vorbei! Mehr kannst du nicht? Mann, das war echt klasse! Schnell, Vito! Das fette Schwein darf uns nicht entwischen! Okay, du zuerst, Vito. Du bist doch der verdammte Kriegsheld. Los, wir geben dir Deckung. Gleich haben wir dich, Fettmann. Wo bist du? Gib mir Deckung, Vito. Bist du okay? Alles selber machen. Okay, Showtime, Vito. Ich möchte dich nicht voll in Hals. Lass dir was einfallen. Beeil dich. Schießt wie meine Schwester. Lass mich raus! Hey, hilf mir! Lass mich raus! Oh, Scheiße! Pass auf! Gib mir Deckung! Was zum Teufel war das? Ist schon gut. Komm her, ist schon gut. Hier bin ich. Stirb schnell, kleiner Wichser. Wie? Ah ja. Komm schon, Vito, wir müssen weiter. Ja. Es kam direkt nach mit kleinen Spaten im Dreck liegen. Sehr gut. Okay, drück den Knopf wieder. Mach ich. Was zum Teufel soll das? Ich hab Durst. Verdammt gutes Zeug. Soll ich auch mal probieren. Ich sauf nicht beim Arbeiten. Ja. Gib mir Deckung, die haben MP. Gib mir Deckung. Schreiner hat mich erwischt. Was? Macht endlich was. Wir können hier nicht rumsitzen. Zum Teufel, was ist das von mir? Die ballern aus vollen Ohren auf mich. Vito, mach was. Vito, los jetzt. Das ist alles? Dann hüt ihr was. Hast du Schiss, Arschloch? Erledigt. Los, das Schwein ist da oben. Ja, immer mit der Ruhe. Mich schon drauf. Oh, oh, oh. Riecht gut ab hier. Lass mich am Leben. Ich
Schwester, ich habe eine Frau. Bitte, lass mich. Ja, deine Frau. Ich mach auch alles, was ihr wollt. Aber bring mich nicht um. Oh Gott, oh Gott. Einen schönen Gruß von Don Clemente. Oh. Verdammt. Alter. Verdammt, Scheiße, das wird dir noch leid tun, du Arsch. Wichser. Henry, okay. Alles okay? Wo hat's dich erwischt? Scheiße, gar nichts ist okay. Er hat mir ins Bein getroffen. Schöne Scheiße. Scheißkerl. Du blutest ja wie ein Schwein, verdammt. Nicht zu El Greco. Dem scheiß Maler? Nein, dem scheiß Arzt, du Idiot. Okay, ganz ruhig. Wir bringen dich gleich hin. Der Grieche. Er wohnt in Heilbrook. Ja, Mama, du bist Maler. Ja schwerer, als du aussiehst. Das Schwein hätte mir fast die Eier weggeballert. Na, was? Der Schuss ging meilenweit daneben. Kommt jetzt noch jemand oder sind wir komplett für uns? Hey, Vorsicht! Das tut weh. Hör auf zu jammern, sonst lasse ich dich fallen. Nein! Bitte! Ich will nicht sterben! Ich bin dir nicht. Der Schuppen bricht zusammen. Scheiße, du Arsch. Hast du schon die Hosen voll? Ein bisschen. Ich bin Schnei voll. Da ist nur noch einer. Ernsthaft damit gerechnet, dass das Regal ihn beschützt, oder? Beschwer dich nicht, du Glückspilz. Verdammter Rauch. Fuck. Wir sind draußen, Männer. Okay. Oh, Scheiße. Hoffentlich stirbt er da hinten jetzt nicht auf der Rückbank. Wenn ich draufgehe. Hey, sag sowas. Das ist nur ein Kratzer. Der Doc flickt dich im Handumdrehen zusammen und dann gehen wir einen heben. Nein, wirklich. Sei lieber still, dann sparst du deine Kräfte. Hab ich mal in einem Film gehört. Ach ja. Was ist mit dem Mann im Film passiert? Abgekratzt. Nein, nein, nein! Mann, du fährst ja wie meine Großmutter. Willst du zu Fuß gehen, Arschloch? Oh, das Auto wird gesucht. Toll. Fuck. Verfolge bewaffneten Täter. Werde sofort schießen. Verstanden. Komm schon. Geht die Karre nicht schneller? Wir müssen die Bullen abschütteln. Ich fahr so schnell ich kann, verdammt. Das ist aber nicht schnell genug. Mach dich locker, Mann. Ich hab ein Mordsloch im Bein und du sagst, ich soll mich locker machen? Fahr mich zu El Greco, verdammt. Arbeite dran, mein Freund. Halt durch. Also, wer ist der Typ eigentlich? Welcher Typ? Der, zu dem wir Henry bringen. El Greco? Ein Arzt. Ich finde ein paar Kröten und er fliegt dich zusammen. Ohne lästige Fragen. Zu dem Kerl geht man, wenn man nicht ins Krankenhaus kann, du Genie. Sollte man nicht ins Krankenhaus können? Wenn du im Krankenhaus mit einer Kugel im Leib auftauchst, rufen die doch sofort die Bullen. Ja. El Greco arbeitet für viele Jungs aus unserer Branche. Du wirst ihn aber wohl nicht brauchen, Vito. Bei dir verheilt es immer sehr schnell. Muss an deiner Ernährung liegen. Hey, Vito, gib Gas! Henry schwitzt schon wie eine Hure im Beichtstuhl. Schneller, wenn du endlich die Klappe hältst.
Ich kann nicht schneller, Freunde, da ist Eis. Hey Henry, nicht einschlafen, halt durch. Ja, halt durch, guck. Wir sind gleich bei El Greco. Ich kann jetzt schon, dass du Flagge riechst. Hauptsache kein Bullenwagen mehr. Oh fuck. Komm schon, Vito, bei dem Tempo sind wir ja zu Fuß noch schneller. Ey, da ist Polizei, ich kann nicht so schnell. Alter, ich weiß nicht, ob wir das so schaffen werden. Die Tube, sonst verreckt Henry noch. Dann kannst du ihn beerdigen. Wir sind gleich da. Vito, das ist das Haus. Halt direkt davor. Geht doch. Easy geschafft. El Greco, der Arzt? Nein, ich bin El Greco, der scheiß Maler. Unser Freund braucht Hilfe. Er verblutet. Danke, Doc. Sie haben was gut bei uns. Schafft ihn rein. Ach toll. Wartet. Hier für dich, für den Job, Liebes. Das kann doch warten. Na gut. Hey, danke für alles. Halt die Ohren steif. Ach, nur ein Kratzer. Ich bleib bei Henry. Wir treffen uns dann bei mir. Gut. Okay. Boss. Du hast genug Geld, um die Schulden deines Vaters zu tilgen. Besuch deine Schwester. Das Auto wird bestimmt immer noch gesucht, oder? Meint ihr, der hat hier bessere Autos? Vielleicht hat er hier welche. Ich kann doch jetzt unmöglich den ganzen Weg zu Fuß gehen. Wie viel Geld haben wir? Oh. Ah, guck mal, wir holen uns von hier einfach ein neues Auto. Pack den hier, Bob. Ganz clever. Nehmen wir den oder den? Wir nehmen mal den. Verdammt! Ja, komm hier. Hammer. Und auf geht's. Wirklich gespannt, wie begeistert unsere Schwester sein wird. Daddy. Cafeteria. Einfach überall ist hier Swift Cola. So.
So, da geht's gleich zu unserer Schwester. Doch bevor wir da hingehen, werde ich die Folge nochmal beenden. Ich bedanke mich fürs Zugucken. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Lasst mir was da. Bleibt der Familie treu. Passt auf euch auf. Und bis dahin. Was wollte denn die Oma? Ciao, ciao.